Einen schönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass ihr und Sie alle hierher gekommen sind, um mit uns zusammen den Dokumentarfilm Standhalten zu schauen. Und ich möchte auch gleich von Anfang an meinen besonderen Dank aussprechen an Daniel, dass er gekommen ist, hier zu sprechen, ein Interview zu geben. Und er hat einen sehr, sehr weiten Weg auf sich genommen. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist. So, jetzt starten wir den Film. Neben der Erkrankung und neben der deswegen gestorben ist, weil er halt einfach mitgemacht hat oder mitmachen musste. Letztendlich müsste ja auch ein Land die Soldaten schützen wollen, weil die Soldaten sollen das Land und die Menschen schützen und dann müssen wir doch unsere Soldaten schützen. Und wir machen das einfach nicht, ja? Und das ist so, ja, und so viele Menschen wissen noch nicht mal davon, ne, von dieser Duldungspflicht, also. Ja, ja, also die Bundeswehr ist ja so ein Mikrokosmos. Ein kleines, ja, so ein kleiner Mikrokosmos, ja, und da sind halt viele Sachen, die, ja, die im Zivilen ja nicht so Bedeutung haben oder halt viele auch gar nicht kennen, ne? Und dazu gehört halt auch diese Duldungspflicht. Also das fand ich halt auch merkwürdig, ja, also der Personalrat war halt bis dato dagegen und was jetzt die Gründe waren, also die diese drei Ärzte sozusagen vorgebracht haben, um den drei, die jetzt nicht Ärzte waren, halt augenscheinlich darzustellen, warum das jetzt halt gut ist, ne? Und warum das jetzt auf alle ausgerollt werden muss. Ne, und also für mich waren damals schon im Prinzip die Punkte aus dem Soldatengesetz, die ja sozusagen die Grundlage waren. Also zum einen, dass das halt vor der Übertragung schützt, ne, und mich selbst. Die waren halt da schon nicht gegeben. Also für mich zumindest so, wie ich die Dokumente da durchgegangen bin, weil wenn man auch die Dokumente der Hersteller da mal angeschaut hat. Da waren sinngemäß die gleichen Fragen drin und da stand halt überall, ist nicht verifiziert oder wurde noch nicht, kann halt nicht gesagt werden. Ne? Und von daher war halt für mich dann immer die Frage, ja, wie wurde da argumentiert in diesem Ausschuss, um das halt wasserfest den anderen zu zeigen, dass das halt gesund ist. Das ist nicht öffentlich, das nicht dokumentiert. Ja, ja, genau. Und ich habe ja auch versucht, irgendwie an dieses Protokoll ranzukommen, weil da muss es ja ein Protokoll geben, wo das halt drin steht, aber das ist halt alles unter Verschluss und nicht für die Öffentlichkeit und da kommt man halt nicht ran.